liegt ja eine Waffe. Hui. So, was haben wir denn jetzt noch? Dann haben wir jetzt noch den Fanbereich, der ist auch Mittel. War doch irgendwo ein Händler, hier ist doch irgendwo ein Händler. Hast du deine Waffe? Ja. Hier hast du den Fanbereich markiert? Ja, alles klar. Okay, ich würde jetzt gerne mal kurz hier drüben zu dem Händler wollen. Ich glaube, das wäre auch für dich ganz gut, oder? Immer diese geldgeilen Weiber. Momentan bin ich ein Mann, bedenke das bitte. Weil so geldgeile Männer. Du bist selber geldgeil. So. Das geht noch. Antikaroidenwaffe. Wertgegenstände verkaufen. Dann habe ich eigentlich noch genug, da brauche ich mir gar nichts kaufen. Ich habe mich noch bestens ausgerüstet. So, der Fanbereich, der ist da hinne. Das war irgendwie nicht das, was ich wollte. Was? Crane. Jetzt warte mal, willst du noch zum Händler? Nein, und dann... ich habe keine Lust auf dich zu warten, du hast mich als Geldgeil betitelt, Alter. Ja, du mich auch. Deswegen bist du auch noch nicht pleite, ne? Weil ich ja so Geldgeil bin. Wer weiß, vielleicht bin ich ja schon lange pleite. Nein, Spaß. Der mal auf dein Konto gucken und das sprechen lassen. Oh nein, 2 Cent. Aua, voll daneben gesprungen. Ja, das dachte sich der Zombie jetzt gerade auch. Bist du da unten? Ich gehe einfach. Tschüss, Junge, du kannst ruhig sterben, mir ist es egal. Der hat euch hier eine Meldung, Survivor died oder sowas. Warte mal. Ich kann hier noch nicht runter, mein Interhaken ist noch nicht ready. So, weiter geht's. Wow, Alter, mit dem Dropkick gegen die Wand gekickt. Da ist noch eine Kiste, die müsste. Dann ist ihm der Kopf geplatzt. So muss das. Den haben wir ganz schön zerhackt, würde ich behaupten. Ein Krankenwagen. Wo ist die Kiste? Naja, gut, dann halt nicht. Ja, du ja schon wieder in eine andere Ecke gerannt bist. Hier ist ein Krankenwagen. Ja, und ich kann dich jetzt erstmal von den ganzen Zombies beschützen. Super. Ja. Und ja, der muss das ja machen. Okay, jetzt habe ich den Beweis für das Spiel offiziell gebracht. Warum? Weil der Zombie gerade geflogen ist. Hui. Ups, das wollte ich gar nicht. So, also nochmal. Kannst du dann jetzt mal. Meine Güte. Kein Geld. Dein Geld für den Bus, der eh nicht mehr fährt. Oh, 35 Dollar waren da drin. Ach, ich hatte es gerade auf, du blöde Kuh. Ja, da kann man nicht mal Kleingeld sammeln gehen. Oh oh. Du solltest da weg. What the fuck? Krankenwagen ist offen. Hat die gerade die Dings aktiviert oder was, weil sie dann aufgeklettert ist? Ich hab auch so gesehen die Autobombe aktiviert. Ach so. Ja. Können wir jetzt bitte gehen? Ja, ich würd's ja gerne. Die Zombies lassen einen ja nicht. Ja, Hilfe! Ich hänge irgendwo an welchen Wänden fest. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh! Und weg mit dir und weg mit dir. Aua! Ah, nicht schon wieder so einer. Einer von den dicken Steine werfenden. Ja, so ein Goliath. Hoch mit dir. Warte auf mich. Okay. Ah, ich will mitmachen. Hallo. Hallo. Mein Enterhaken ist noch nicht ready. So jetzt.
Hilfe? Warum Hilfe? Was? Wo? Keine Ahnung, irgendwer hat hier gerade bei mir um Hilfe geschrien. Egal. Ich dachte, wir wollten uns nicht aufhalten lassen. Mich auch nicht. Oh nein, noch ein Goliath. Wow, was ist denn da hinten los? Bitteschön, Alter. Hm? Wo? Ja, guck dir doch mal die Versammlung da an. Die Zombies? Troy, there's a distress message coming from the fan zone. That place should be empty. Yeah, right, maybe I'll check it out. Whoa! Warte mal bitte kurz. Okay. Ich muss kurz meine Waffe wechseln. Einen Moment, ganz kurz. Okay, du solltest. Ich geb dir einen Tipp, pack dir eine Schusswaffe ein. Okay, einen Moment. Kommst du? Warte, warte, warte. Ich will eigentlich erst die Zombies hier loswerden. Das sind eine Menge Zombies. Hast du noch, Granaten oder sowas? Dann werf die mal da unten in die Menge rein. Das ist nämlich ein Überlebender eigentlich. Ich hab nur Wurfsterne. Ah, Harakiri! Wir müssen ja wenigstens eine gute Tat am Tag vollbringen. Das ist schlecht. Was? Naja, ich hab... jetzt. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Also, dein Leid ist heute ein bisschen buggy. Ich hatte gerade voll das Standbild, dann ist nichts passiert. Dann ging's plötzlich wieder weiter. So random. Und dann kam, hatte ich eine ganze Weile keinen Sound und dann kamen alle Soundeffekte einmal auf einmal. Ich habe keine Ahnung, was heute mit dem Spiel los ist. Alter. Wie gesagt, ich habe hier die ganze Zeit schon so Lags und komische Sachen. Ja, Moment, ich bin sofort wieder da. Boah. Alter! Puh, mir geht ganz schön die Ausdauer flöten, du. Definitiv, ja. So, den Loot müssen wir jetzt noch mitnehmen, Leute. Sorry, so viel Zeit muss sein. Da ist so viel guter Kaffee bei. Ja, der Kaffee ist das Beste, da freut sich deine Mutter. Das stimmt, das freut sich meine Mami. Sie sagt ja immer nie, wenn dir Kaffee fehlt. Das fällt dir immer erst wieder ein, wenn man da ist. Dann bringt man einfach mal Kaffee mit und dann. Genau, immer wenn Vortex vorbeikommt, besucht er immer Kaffee mit und ist immer der Liebling von allen. Von allen, die Kaffee trinken zumindest. Ja, morgen ist ein Kaffeetrinker mehr da. Au, lass mich los! Ich will mein Loot einsammeln. Eine Güte! Ah! Hier gab es anscheinend kurz vorher noch mal ein Konzert oder sowas. Ja, ja, das sind die ganzen Überlebenden, die haben zu hart gefeiert. Das sind gar keine Zombies, das sind einfach nur Alkoholleichen. Bei Wacken ist ja nichts dagegen. Ich glaube, bei Wacken wären wir schon tot bei der Menge an Zombies, die dann da rumrennen würde. Ja, stimmt wohl. Vor allen Dingen, bei Wacken könntest du wahrscheinlich nicht mehr unterscheiden, wer jetzt wirklich ein Zombie ist und wer nicht. Ja, Junge, ich hab's verstanden. Hör auf, immer wieder deine Durchsage zu wiederholen. Oder auch Rocker bringen. Oder das, ja. Wir hätten hier noch Dickerchen im Angebot.
okay. Ja, leider gerade. Oh, Junge! Da kann ich gar nicht ausweichen. So, die Rüstung, ein Teil der Rüstung ist ab. Es ist ein Kopf verletzbar. Junge, kümmere dich um den dicken Zombie, der anstatt mich zu hauen, du blöder Vollidiot. Die Überlebenden sind eh tot. Nee, da kam gerade ein Mensch, der wollte mich unbedingt haben. Alter! Alter, wo kam der denn jetzt weg? Ich habe gerade einen Zombie von hinten überrascht. Kannst du vielleicht mal mir hoch bist du helfen? Ja, ich lieg hier da rum. Dankeschön. Der Dicke! Der prügelt sich gerade mit irgendwelchen NPCs. Er ist tot. Ich weiß. Inventar. Danke für die Belohnung. Tschüss. Oh, Loot. Jetzt können wir unser ganzes Loot endlich mal einsammeln. Ich hab ihn nicht gezündet. Naja, das bin immer ich. Keine Ahnung, warum ich das mache. Warum sind die Dinger immer? Hast du irgendwie so einen Reflex, sobald dein Knopf steht, dass du erstmal draufklicken musst? Ja. Drücke Y um, egal was da steht, ich drücke Y und dann ist. Nee, ich muss X drücken, ich spiele mit Gamepad. Ja, oder X, ja, ich muss sowieso V drücken. Ich wollte den Loot aufheben und den Loot hebst du halt auch mit X auf, das ist das Problem. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Wenn ich halt zu nah bin, dann hebe ich halt die Kacke auf, dann aktiviere ich halt die Kacke. Hebst du das Auto auf? Oh, je, je. Dann hebe ich das Auto auf, genau so sieht das. Ja, okay, ich gehe ja schon. Warte, ich lass mir von einem Mann nichts sagen. Er sollte die Fresse und stirb. Okay. So, jetzt gehen wir endlich in den Fanbereich. Yay, Fans! Komm nicht drüber. Aua. So, warte. Erst den Enterhaken wieder ausrüsten und ehrlich gesagt möchte ich von vorne rein. Mit einer Schusswaffe da rein. Moment mal gerade. Nicht. Oh, hier ist so eine Statue auf dem Pult. Hier hast du alles? Ja. Von rein. Wir müssen auf den Aufzug warten. Achso. Naja, in großer Not. Lol, du wolltest 3 Meter zu weit hinten. Das ist ein großer Aufzug. Alter! Stell dir mal vor, wenn wir in dem Kaufhaus, wo du beim Parkhaus parkst, wenn ich da 3 Meter weiter hinten stehen würde und der Aufzug wird nicht losfahren. Pass auf! Ich wette, wir haben gleich wieder Kinderzombies auf dem Arsch. Wir müssen jetzt das Signal finden, also lauf bitte nicht so weit weg. Oh, Munition. Oh, alles voll. Ja, ich nehme auch gern Muni, wo ist sie? Auf dem Tisch liegt sie. Oh. Ah, meine Pistolenmuni ist aber voll. Ja, meine auch. Hast du, ich krieg eine Keycard. Hast du eine Keycard oder so aufgenommen? Nö, ich such grad noch. Wir brauchen auf jeden Fall eine Schlüsselkarte. Die muss irgendwo auf einem der Tische liegen. Schon klar, dass sie irgendwo rumliegen muss. Hab sie gefunden.
Alles klar. Medikit ist ja auch noch, solltest du vielleicht mitnehmen. Ah ja, und ein Papiereimer. Aber der ist leer. Und eine Cola hätte ich gerne noch. Die falsche, glaube ich, oder? Yay! Ne, jetzt können wir. Also, hallo, herzlich willkommen zu Ask Vortex. Was? Setzen Sie sich doch. Hier liegt eine Notiz da auf der Box. Soll sich hinsetzen, Mann! Ich würde sagen, da hat sich gerade die Durchsage geändert. Ach, wirklich? Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. I'm in the fan zone. This place is a trap. Keep people the hell out of here. Understood. Now take your own advice and get out of there. I think I'm gonna have to deal with this one, Troy. Crane. So you wish to challenge me. Excellent. Take the elevator. Und hier können wir, wenn wir gut sind, noch ein Easter Egg triggern. Okay. Nicken sehen. Ach, nicht schon wieder. Oh. Nervt. Alter, hör auf zu schießen! Das warst du gar nicht. Ich hab grad Leute durch den Lüftungsschacht geschossen. Kommst du? Wo bist du denn? Lüftungsschacht, wo denn sonst? Hä? Direkt beim Aufzug ist ein Lüftungsschacht. Wie bücke ich mich? Keine Ahnung, mit C auf der Tastatur. Vielleicht mit linker oder rechter Stick drücken, dass du dich da vielleicht duckst? Mache ich gerade, aber macht es nicht. Hä? Ach so. Ah, nicht, du sollst dich nicht heilen. Oh, nee. Der Typ nervt. Ja, ich will ihn gerne umbringen. Ja, ich auch. Er lässt Gas oder sowas hier reinströmen. Troy, it's Crane. You alright? Yeah, some psycho's been luring people into the fan zone and hunting them. Must be 15 or 20 bodies down here. Is he dead? And dead as I can make him. Crane out. Gefunden, was auch immer ich gefunden habe, irgendwas zum Anmachen. Aber du hast ihn schon umgebracht, ich hab's nicht gesehen. Ich hab niemanden umgebracht, hier war nur ein Mensch, der hat hier rumgehockt. Den hab ich erschossen. Die hier vorne. Aber wie triggerte man das eigentlich nochmal? Ich weiß es nicht. Easter Egg? Da war das, oder war das ein anderer Komplex? Keine Ahnung, du musst auf jeden Fall wieder den Aufzug nehmen. Was Komplexe? Ja, ich stelle mich ja schon wieder 3 Meter vor. Was Komplexe? Ja, ich hab Komplexe, genau. Dein Arsch hat Komplexe, Junge. Ja, manchmal futzt der und er unkontrolliert. Ich wollte gerade sagen, wo bist du? Direkt vor dir. Vielleicht war es doch was anderes. Ich hatte was anderes im Sinn, aber es kann auch sein, dass ich mich gerade vertue. So, so, was hattest du denn im Sinn? Nein! Tschüss. Ah, nochmal Party, weil es so schön war. Ich dachte, wir wollten mal ohne, dass wir uns mit Zombies prügeln. Ich weiß, aber was soll ich machen? Mein Enterhaken musste laden.
Ja, dann warte, bis er geladen ist und dann verpiss dich dann. Huch, wo bin ich jetzt? Während ich in der Zombie-Horde stehe, genau. Ja, zum Beispiel. Am Arsch, Junge, am Arsch. Wenn du da auch Zombies hast? Außerdem rennst du weg, aber da ist noch eine Kiste, die wir uns wenigstens holen können. Hier ist so ein Polizeiwagen und ein Krankenwagen, also die kann man wirklich mitnehmen. Ich komme ja schon wieder zurück. Nix kann der Typ hier.